Die Gamescom steht bevor. Morgen schon geht es für mich los Richtung Köln zur größten europäischen Spielemesse und ich glaube, seit es die E3 nicht mehr gibt, sogar die größte weltweit. Und vielleicht für einige von euch ja auch und eventuell sogar zum ersten Mal. Als jemand, der ununterbrochen, seit sie in Köln stattfindet, jedes Jahr dahingegangen ist, lasst mich euch mal die Gamescom Experience zusammenfassen mit all seinen High- und Lowlights. Nimmt dieses Video als Elham's Guide to Gamescom. Noch bevor ihr auf dem Messegelände hin und her laufen könnt, um panisch zu den ersten Spielen zu kommen, dürft ihr euch erstmal am Dienstagabend aufwärmen. Als zur Pandemie die Gamescom mal nicht stattfinden konnte, wurde nämlich die Opening Night Live gegründet als Alternative, die aber bestehen geblieben ist. Diese Show dürft ihr euch per Stream auf Twitch oder YouTube live angucken und ihr könnt ja mal schauen, ob ihr mich im Stream findet. Ich bin sogar vor Ort und freue mich, Geoff Keighley und seine Show live erleben zu dürfen. Here I come. Ich habe übrigens schon mal auf der Gamescom den Meister höchstpersönlich getroffen und wie so ein kleiner Fanboy nach einem Foto gefragt. Sah ungefähr so aus. Excuse me, Mr. Keighley, can I take a picture, please? Gott, war das peinlich. Aber ich habe ein Bild bekommen. Übrigens soll es auf der Opening Night Live auch Neuankündigungen geben. Wir sind also gespannt, welche Games es zu sehen gibt. Aber lasst uns jetzt ans Eingemachte gehen. Der Messebesuch selbst. Die Köln-Messe ist ziemlich groß und hat entsprechend mehrere Eingänge. Plant also ein, dass ihr vom Bahnhof vielleicht auch ein bisschen laufen müsst, je nachdem welchen Eingang ihr nehmen wollt oder müsst. Der Mittwoch ist erstmal der Fachbesuchertag. Für Privatbesucher heißt es also... Wir werden am Mittwochvormittag direkt schon streamen. Schaut also auf jeden Fall auf unserem Twitch-Kanal vorbei, wenn ihr vorher schon sehen wollt, was euch alles auf der Messe erwartet. Was uns zum nächsten Punkt für den perfekten Messebesuch bringt. Planung ist das A und O, wenn ihr wirklich zum Zocken kommen wollt. Der Nachteil dieser riesigen Messe sind immense Warteschlangen und viele Menschen. Viel zu viele Menschen. All these people here. There's too many people on this earth. We need a new plague. Wenn ihr den Tag also nicht in der Schlange verbringen wollt, dann sucht euch vorher online raus, was euch interessiert. Ich werde zum Beispiel schnurstracks in Richtung Halle 7 laufen, da gibt es den Xbox-Stand. Dieses Jahr mit dabei sind Age of Mythology, Avowed, Indiana Jones, Stalker 2, Diablo 4, Wrestle of Hatred und eine Selektion an Indie-Games. Falls ihr eure Lieblings-YouTuber finden wollt, schaut auch dafür vorher im Programm nach, wo die zu finden sind. Und hey, wenn ihr uns über den Weg laufen solltet, sagt einfach Hallo. Xbox ist natürlich nicht der einzige wichtige Stand. Bei Capcom darf man sich beispielsweise auf Monster Hunter Wilds freuen. THQ Nordic zeigt vielleicht einen Blick auf das Gothic Remake. Bandai Namco zeigt Dragon Ball Sparking Zero, Little Nightmares 3 und Unknown 9 Awakening. EA ist vor Ort, Ubisoft zeigt mehr zu Assassin's Creed Shadows und liefert sogar eine Gameplay-Demo zu Star Wars Outlaws, das ja kurz nach der Messe auch schon erscheint. Aber auch abseits der großen Publisher lohnt sich der Indie-Bereich immer wieder. Hier findet ihr die kleinen Perlen, die heutzutage die großen AAA-Produktionen gerne mal im Schatten stehen lassen. Wirklich, auch wenn die großen Hersteller mit fetten Bühnen aufwarten, im Indie-Bereich könnt ihr meist viel mehr spielen, direkt mit den Entwicklern quatschen und vielleicht den nächsten Überraschungshit finden. Wer an den Cosplays interessiert ist und die wundervolle Leistung der Cosplayer begutachten will, sollte sich diesen Programmpunkt eher aufs Ende der Woche legen. Ab Freitag sind deutlich mehr Cosplayer vor Ort als Mittwoch und Donnerstag. Der Cosplay-Contest wird am Samstag um 17 Uhr in Halle 5.1 abgehalten, wo ein Cosplay gewinnen wird und ihr sogar mitvoten dürft, wer das sein wird. Nicht nur Programm und Inhalt solltet ihr durchplanen, auch euren eigenen Tag. Vor lauter Hype vergisst man leicht, wie anstrengend ein solcher Messebesuch sein kann. Leute, immer ans Hydrieren denken und beachtet, dass die Schlangen an den Imbissen zum einen sehr lang sind und zum anderen vieles einfach Junkfood ist. Ihr also vielleicht auch einen gesunden Snack mitnehmen solltet. Ach Quatsch, ihr wisst genau, dass der Tag auf Energydrink und Schokoriegel hinauslaufen wird. Damit ihr aber die Gamescom 2024 auch wirklich genießen könnt, solltet ihr die Arten von Gamescom-Besuchern kennen und mich interessiert, welche der folgenden auf euch zutrifft. Hier sind 10 Arten von Gamescom-Besuchern. Der Prepper ist bestens vorbereitet mit Campingstuhl und Sandwichmaker für die langen Warteschlangen. Der Hyper schreit konstant durch die Gegend und feiert alles. Der Runner weiß genau, wann er wohin will und sprintet los, sobald sich die Türen öffnen. Der Möchtegern-YouTuber mit Billigkamera. Die Partyboys sind aus irgendeinem Grund saufen und Party machen auf der Gamescom. Der Free Hugs-Typ gibt es irgendwie immer, ist kostenlos, also warum nicht? Die Cosplayer stellen ihre handwerklichen Meisterleistungen vor. Die Eltern, die von ihren Kids hingeschleppt wurden und nur den Tag überleben wollen. Der Fanboy steht immer wieder an derselben Schlange an, spielt ein und dasselbe Spiel und ignoriert den Rest der Messe. Die Verschwörer, eine Gruppe von 15-Jährigen, die in einem Stand ab 18 rein wollen und deshalb ganz unauffällig direkt vor dem Stand im Kreis stehen und ihre Pläne schmieden. Erfolgsquote unbekannt.
Also zusammenfassend für euren Messebesuch, hier mal die Highlights und Lowlights einer Gamescom. Highlights sind eine Menge Games, viele dürft ihr anzocken, Indie-Games testen und neue Spiele finden, coole Menschen treffen, Cosplays begutachten, eine Menge Shows genießen und natürlich unglaublich viele T-Shirts absahen. Ich werde euch natürlich so schnell es geht Videos zu den entsprechenden Inhalten liefern, schaut also gerne nächste Woche auf unserem YouTube-Kanal vorbei, um up to date zu sein. Könnt gerne auch abonnieren, das wäre ziemlich cool. Lowlights, auf die ihr euch einstellen müsst, sind teilweise sehr lange Warteschlangen. Außerdem ist die Gamescom rein inhaltlich etwas verwässert im Vergleich zu früher, was die Hallen angeht. Manche bezeichnen das Event schon als Influencer-Com, wobei dieses Jahr die Kölnmesse versucht, das ein bisschen zu mitigieren. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Gamescom 2024 und werde es direkt nach dem Video auch in meine Koffer packen. Wer von euch wird denn auch vor Ort sein? Das komplette Programm verlinke ich euch unten in der Beschreibung, aber ihr kriegt natürlich auch die Videos kommende Woche auf unserem Kanal. Drückt dafür auf Like und Abo, denn damit könnt ihr mich supporten. Wir sehen uns auch wieder und ihr verpasst nichts. Ich sehe euch in den Videos und im Stream. Sagt danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.